Hickhack um Maßnahmen. Gesundheitsminister und Kanzler streiten öffentlich über strengere Corona-Regeln. Was sicher kommt, sind Verschärfungen für die Schulen. Dazu gleich der Wiener Schulsprecher Matti Rando. Fast wieder Normalität. Spanien hat die niedrigste Infektionsrate in Europa. Es gibt kaum Beschränkungen. Grund ist die hohe Impfquote. Und Ökozid im Amazonas. Das Abholzen des Regenwaldes hat dramatische Auswirkungen auch auf die Indigenen, die Hüter des Waldes. Politisch fliegen heute in der Corona-Bekämpfung die Fetzen. Nachdem gestern der Gesundheitsminister in der ZIB 2 nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte in den Raum gestellt hat, pfeift ihn heute die ÖVP öffentlich zurück. Schönen Abend, willkommen bei der ZIB Nacht. Von einer einheitlichen Linie bei den Corona-Maßnahmen also weiterhin keine Rede. Der für Mittwoch angekündigte Beratungsgipfel wird nicht stattfinden, sagt Bundeskanzler Schallenberg heute im ZIB-Interview. Unterdessen steigt aber die Zahl der Corona-Kranken jeden Tag um einige tausend Menschen. Christian Jentsch berichtet. Mehr als 131.000 Menschen laborieren derzeit an einer Corona-Infektion in Österreich. Seit heute auch mit dabei ist FPÖ-Chef Herbert Kickl. Seine ganze Familie sei infiziert, gibt er heute bekannt. Er sei derzeit fieberfrei. Hektisch geht es in der türkis-grünen Bundesregierung zu. ÖVP-Ministerinnen und Minister rücken heute gegen die Ankündigung des grünen Gesundheitsministers aus, auch Geimpfte mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zu belegen. Bundeskanzler Schallenberg legt am Abend nach. Dass der Gesundheitsminister in den Diskussionen übers Wochenende verschiedene Maßnahmen auf den Tisch gelegt hat, deren Sinnhaftigkeit noch dahingestellt ist, das ist sein gutes Recht, aber das ist nicht die Beschlusslage in der Bundesregierung. Mückstein hatte für Mittwoch weitere Einschränkungen in Aussicht gestellt. Mir ist nicht bekannt, dass es einen Gipfel am Mittwoch gäbe und daher wird es ihn auch nicht geben. Derweil verschärft aber der ÖVP-nominierte Unterrichtsminister die Regeln für die Schulen. Jetzt sollen auch Volksschüler FFP2-Masken tragen müssen, zumindest bis zum Sitzplatz. Elternsprechtage und Konferenzen müssen überall im Land abgesagt werden oder digital stattfinden. Und über die Situation an den Schulen wollen wir jetzt sprechen mit dem Schulsprecher der AHS Rahlgasse in Wien, Matti Randau. Er ist geimpft und getestet und jetzt bei mir im Studio. Schönen Abend. Guten Abend. Ja, der Bildungsminister Fassmann hat noch am Freitag gemeint, es gelingt den Schulen gut, das Virus unter Kontrolle zu halten. Ist das auch das, was Sie bestätigen können? Nein, das ist weder das, was ich bestätigen kann, noch ist es das, was einfach stimmt. Also es ist falsch, dass er das sagt. Es ist tatsächlich eine sehr katastrophale Situation eigentlich an Schulen. Also insgesamt haben sich in der Pandemie in Österreich rund 100.000 5- bis 14-Jährige angesteckt, also Kinder im Pflichtschulalter, und davon alleine 44.000 in den letzten 2,5 Monaten, also seit Schulbeginn. Das sagt aber der Bildungsminister, insgesamt, also österreichweit betrachtet, sind derzeit nur 4 von 6.000 Schulen wegen Infektionen geschlossen und 160 von 60.000 Klassen derzeit sozusagen gesperrt, also vergleichsweise gering. Ja, man hat ja auch die Quarantänemaßnahmen gelockert, damit weniger Leute, weniger Schülerinnen und Schüler zu Hause sitzen. Nichtsdestotrotz sind 44% der Infektionen der gesamten Pandemie seit Schulstart passiert. Da kann man nicht von einer guten Strategie, von einem gelungenen Schulstart sprechen. Inzidenzen bei Schülerinnen und Schülern liegen über 1200. Also das ist einfach nicht richtig, dass das gut gelungen ist. Und es wird auch immer von ihm betont, dass man so viel testet und deswegen sind da so viele Infektionen. Wer das sagt, hat halt meiner Meinung nach eine Pandemie nicht verstanden, weil auch wenn man nicht testen würde, wären die Infektionen da. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf dieses Testsystem. Das ist ja europaweit Spitze, meint der Bildungsminister. Jedenfalls kommen jetzt schärfere Maßnahmen. Sprich, dreimal die Corona-Tests, einer davon muss ein PCR-Test sein, um sozusagen die Infektionen auch schneller aus dem Verkehr zu ziehen. Wird sich das bewähren vielleicht? Ich hoffe, dass es sich bewähren wird. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zweckoptimistisch, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Und ich finde auch die Maßnahmen grundsätzlich gut. Hätte es sie halt schon im September gegeben, wo wir das in einem offenen Brief gefordert haben. Da hat er sogar geantwortet drauf und hat damals das alles noch klein geredet. Vielleicht hat er sich jetzt selber eingestehen müssen, dass das doch sinnvoll gewesen wäre, das damals schon zu machen. Das Problem ist ein bisschen, ich glaube, wir sind jetzt schon längst nicht mehr auf der Ebene, wo man sagen kann, wir verschärfen hier und da und dafür kann man sich dann später härtere Maßnahmen ersparen. Also das hätte man eben vielleicht zur Schulstart machen können, ist aber nicht passiert. Und jetzt ist die Situation außer Kontrolle und ehrlich gesagt wird das nicht reichen, um die wieder in Kontrolle zu bringen. Das heißt, Distance Learning, die bessere Alternative? Ich
glaube ehrlich gesagt, dass auf dieser Ebene jetzt nichts gut ist. Aber ich sehe im Moment keinen Weg, der an Distance Learning vorbeiführt. Aber ganz klar ist halt auch, wer dafür die Verantwortung trägt. Und das ist der Bildungsminister, das sind die politischen Verantwortlichen. Und ich meine, man kann einfach nicht sagen, dass es jetzt so alles gut ist. Also es liegen seit ein paar Wochen immer mehr Kinder auf Intensivstationen zum Beispiel. Und wenn wir genug Impfstoff haben seit Monaten, dann ist doch jedes Kind auf einer Intensivstation ein Totalversagen der politisch Verantwortlichen. Jetzt können wir das nicht nachvollziehen, was wer jetzt genau auf der Intensivstation liegt, aber es gibt Statistiken dazu. Apropos Statistik, da war der Statistikprofessor Erich Neuwirth erst am Freitag hier in der ZIP Nacht, der hat vorgerechnet, dass es die meisten Infektionen derzeit in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen gibt. Und was das Fatale daran ist, dass diese Gruppe auch die meisten sozialen Kontakte hat, also das Virus sehr schnell in Umlauf bringen kann. Jetzt sagen Kritiker, ja, die Jungen passen nicht auf. Was sagen Sie zu diesen Menschen? Das hören wir seit Anfang der Pandemie. Irgendwie es kommt jetzt nichts Neues, was sie sich einfallen lassen, die Kritiker quasi. Richtig ist, Kinder und Jugendliche sind leider die Treiber dieser vierten Welle. Wie gesagt, es ist klar, wer dafür die Verantwortung trägt. Aber es liegt ganz sicher nicht daran, dass wir jetzt so wahnsinnig unvorsichtig sind. Also das sind überholte Vorurteile. Die waren schon vor einem Jahr nicht richtig, als man uns als Partyjugend bezeichnet hat im ersten Lockdown. Und die sind immer noch nicht richtig. Aber wenn man uns jetzt fast zwei Jahre lang sagt, das Virus ist eh nicht sehr gefährlich für euch, da kann man auch nicht erwarten, dass da jetzt von sich aus so eine riesige Impfbereitschaft da ist. Und es gab aber auch keine Kampagnen gezielt für uns. Also irgendwie sehe ich da auch die Verantwortung jetzt woanders, ehrlich gesagt. Was hat die Regierung auch wieder betont, Impfen ist das beste Rezept gegen die Corona-Pandemie. Wollen wir hoffen, dass sich auch mehr Schülerinnen und Schüler impfen lassen und dass mit der Maskenpflicht und den neuen Verschärfungen die Pandemie zumindest ein wenig eingedämmt werden kann. Danke, Martti Rando. Dankeschön. Ja, ein Land, das von der Pandemie massiv getroffen wurde, ist Spanien. Rund 30.000 Personen starben hier zwischen März und April 2020. Jetzt hat sich aber das Blatt gewendet. Spanien verzeichnet die niedrigste Infektionsrate in Europa. Und das verdankt man einer hohen Impfquote. 80% der Gesamtbevölkerung sind bereits immunisiert. Josef Manola berichtet. Spanien hat sich in den Normalzustand zurückgeimpft. Im Erholungsgebiet der Hauptstadt sieht man Menschen, die die Corona-Verhaltensregeln verinnerlicht haben. Im Freien gewinnen die Gesichter ohne Schutz die Oberhand. Aber sobald man ein Lokal betritt, sitzt die Maske wieder richtig. Das Personal in den Spitälern war unvorbereitet, als im März 2020 die erste Infektionswelle über das Land rollte. Die Angst vor dem unbekannten Virus wurde zum täglichen Begleiter. Dieses Pandemiespital wurde in nur 3 Monaten errichtet. In einem Teil gibt es eine Intensivstation, im anderen Teil ein Impfzentrum. Montagnachmittag in der Impfstraße. Menschen über 70 bekommen den dritten Stich. Der Wirtschaftsstudent will sich die zweite Teilimpfung holen. Er hat eine USA-Reise vor. In meiner Familie sind alle geimpft. Ich habe noch kein ernstzunehmendes Argument gegen die Impfung gehört. Anders als in Österreich muss man sich um den Termin nicht kümmern. Die Spanier werden mittels einer SMS-Nachricht auf dem Handy zur Impfung eingeladen. Der Umstand, dass die Gesundheitsbehörde sich um alles kümmert, hat zum Erfolg der Aktion beigetragen. Die Beschränkungen werden aufgehoben. Die Maskenpflicht gilt nur mehr in geschlossenen Räumen. Jetzt hofft man, dass die hohe Durchimpfungsrate auch im Winter Schutz vor dem Virus bieten wird. Die TeilnehmerInnen der Weltklimakonferenz in Glasgow sind längst wieder abgereist. Jetzt hofft man, dass sich irgendetwas in die richtige Richtung bewegt. Mit seiner besonders eindrücklichen Rede dort, jedenfalls ist aufgefallen, die brasilianische Aktivistin Chay Suruy. Der Amazonas-Regenwald sei in akuter Gefahr und mit ihm auch die Indigenen, die sogenannten Hüter des Waldes. Rainer Mosbauer hat sie in Brasilien besucht. Insgesamt leben in Brasilien noch etwa 900.000 Indigene. An der Gesamtbevölkerung des Riesenlandes machen sie nicht einmal ein 0,5% aus. Ihre Schutzgebiete nehmen jedoch etwa 13% der Fläche Brasiliens ein. Die Schutzgebiete der Indigenen sind Inseln in der Amazonasregion. Hier ist der Regenwald noch weitgehend intakt. Doch seit dem Amtsantritt des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro schauen die Behörden zunehmend weg. Deshalb sind die Indigenen massiv bedroht. Adriano Caripuna ist ein prominenter Aktivist der indigenen Bewegung. Er ist Häuptling eines kleinen Volkes im Bundesstaat Rondônia. Nós queremos que o mundo nos apoie.
Wir wollen, dass die Welt uns unterstützt, den Wald zu schützen, damit das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt. Denn wenn der Wald weiter verschwindet, dann hat das dramatische Folgen für das globale Klima. Im Schutzgebiet der Karibona ist die Lage längst dramatisch. Holzfäller, Goldschürfer und Viehzüchter wüten hier ungestört, zerstören den Regenwald in gigantischem Ausmaß. Die Politik duldet die kriminellen Machenschaften. Die Indigenen sind machtlos, können die Auswirkungen des staatlich tolerierten Umweltverbrechens nur dokumentieren. Und bei uns noch der Blick aufs Wetter. Morgen gibt es wieder einen Mix aus Wolken, Sonne und zähem Nebel. An der Alpennordseite wird es leicht föhnig und mit bis zu 14 Grad auch am mildesten. Im Nebel bleibt es deutlich kühler. Mitte der Woche dreht der Wind dann auf West und dann ziehen auch dichtere Wolken sowie einzelne Regenschauer durch. Das war's von uns. Weiter geht's hier mit Fußball. Gleich meldet sich wieder Rainer Pariasek mit den Highlights des heutigen Spieltages. Bleiben Sie dran. Schöne Nacht.